Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der Senatswahl in Berlin ist es am Abend zu einem Eklat gekommen. SPD-Landeschef Strieder erhielt im ersten Wahlgang als Senator für Stadtentwicklung nicht die notwendige Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Am Nachmittag war zunächst Klaus Wowereit als regierender Bürgermeister an der Spitze des ersten rot-roten Senates in Berlin bestätigt worden. Damit wird die Hauptstadt 12 Jahre nach der Wende von einer Koalition aus SPD und PDS regiert. Die SPD stellt 5 Senatoren, die PDS 3, darunter den Wirtschaftssenator Gysi, der auch Stellvertreter von Wowereit ist. Nun ist es amtlich. Klaus Wowereit, der alte und neue regierende Bürgermeister von Berlin, mit 74 von 140 Stimmen gewählt. Das heißt, 2 Stimmen fehlten aus dem eigenen Lager. Wowereit stand seit Juni 2001 dem rot-grünen Übergangssenat vor, nach dem Bruch der Großen Koalition mit der CDU. Stellvertreter von Klaus Wowereit als Bürgermeister von Berlin sind jetzt die bisherige Ministerin aus Sachsen-Anhalt als neue Justizsenatorin Karin Schubert, SPD, und Gregor Gysi, PDS, der neue Wirtschaftssenator, auch verantwortlich für Arbeit und Frauen. Gysi hat heute Vorwürfe seiner möglichen Stasi-Tätigkeit erneut zurückgewiesen. In Abwesenheit des regierenden Bürgermeisters wird der PDS-Mann die Stadt auch nach außen repräsentieren. Es geht darüber, dass man Ängste abbaut, dass man Befürchtungen abbaut und dass man natürlich auch Verständnis dafür hat, dass andere die Dinge anders sehen als man selbst, weil sie halt eine andere Sozialisation haben. Nach der Wahl in der Lobby erste Reaktionen und Absichtserklärungen beider Spitzenpolitiker. Wir sind im Jahr 2002, das heißt auch im 12. Jahr nach der Vereinigung. Und da muss man nach vorne auch schauen. Und diesen Prozess haben wir geführt und diskutiert. Und wir werden zeigen, dass es der Stadt hilft, dass auch wieder mehr Normalität kommt und dass Ost und West zusammenwächst. Finanzsenator Sarrazin, SPD, schaffte es erst im 2. Wahlgang. Die Opposition hatte Wahlbetrug gesehen, der sich als haltlos erwies. Zu den Schwierigkeiten bei der Senatswahl jetzt direkt aus Berlin Hans-Joachim Lorenz. Ja, die SPD-Fraktion hat hier fast fluchtartig das Parlament, den Parlamentssaal verlassen, ist in ihren Fraktionsraum gegangen, wird hier heiß diskutieren. Und natürlich gibt es hier unten in der Lobby erstes Frohlocken der Oppositionsparteien. Die CDU spricht von einem klassischen Fehlstart. Die Grünen sagen, wir haben dem nichts hinzuzufügen. Und der FDP-Landesvorsitzende Günter Rexroth sprach davon, dass Peter Strieder die Quittung bekommen hat, für den unbedingten Machtwillen, Rot-Rot hier durchzusetzen. Ich gehe davon aus, dass nicht nur die SPD, sondern jetzt auch die PDS ganz starken Gesprächsbedarf haben wird, weil man ja zusammen den Peter Strieder möglicherweise in einem 2. Wahlgang wählen will. Viele mutmaßen, dass er vielleicht nicht antritt. Das will ich hier nicht spekulieren. Zurück nach Hamburg. Die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland setzt Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften unter Druck. Zum ersten Mal seit 11 Monaten wollen sich Vertreter von Koalition und Tarifparteien am Freitag nächster Woche zu einer neuen Runde im Bündnis für Arbeit treffen. Streitpunkt ist dabei schon jetzt die Frage, ob dort angesichts der schlechten Wirtschaftslage auch über die Tarifpolitik gesprochen werden soll. Im Gegensatz zu den Gewerkschaften strebt die Regierung das offenbar an. Die Arbeitgeber auf Konfrontationskurs. Im Bündnis für Arbeit am 25. Januar müsse die Tarifpolitik auf den Tisch. Genau das wollen die Gewerkschaften nicht. Deswegen gibt es bisher keine feste Tagesordnung beim geplanten Treffen. Für die Industrieverbände ist das Bündnis damit eine lahme Ente. Wenn im Bündnis für Arbeit nicht mehr über Tarifpolitik geredet wird oder wir uns dort nicht bemühen, zu Grundübereinstimmungen zu kommen, dann hat das Bündnis mit seiner ursprünglichen Zielsetzung in der Tat seinen Sinn verloren. Die Gewerkschaften sind misstrauisch. Schon einmal sei ein Bündnis, wie im Januar vor 2 Jahren, unter der Regie des Kanzlers, eine moderate Tarifpolitik befördert worden. Damit soll jetzt Schluss sein. Wir sind nicht die geeigneten Akteure im Bündnis für Arbeit. Für die Tarifpolitik, insbesondere auf Arbeitgeberseite, sind es ja gar nicht die Vertreter, die die Tarifverhandlungen praktisch führen. Und deshalb macht es wenig Sinn, die Tarifpolitik im Bündnis für Arbeit zu verhandeln. Aber die Regierung schließt grundsätzliche Erwägungen zur Tarifpolitik im Bündnis nicht aus. Also wir haben
bisher in jedem Bündnis auch über Fragen von ökonomischen Rahmenbedingungen gesprochen, die ja wichtig sind, auch für die Tarifvertragsparteien. Wir haben über voraussehbare Entwicklungen gesprochen. Die Tarifpolitik ist natürlich ein wichtiger Faktor in der ökonomischen Entwicklung unseres Landes. Die deutsche Wirtschaft ist 2001 nur um 0,6% gewachsen, nach 3,0 im Jahr 2000, so das Statistische Bundesamt. Angesichts dieser schwachen Konjunktur raten Wirtschaftsexperten zu moderaten Lohnabschlüssen. Trotz zahlreicher Maßhalteappelle will es die IG Metall offenbar auf eine harte Tarifauseinandersetzung ankommen lassen. Die Bezirke Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg beschlossen heute, 6,5% mehr Lohn und Gehalt zu fordern. Der Chef des einflussreichen Bezirks Baden-Württemberg, Huber, wies auf die Streikbereitschaft der Mitglieder hin. Die große Tarifkommission der IG Metall Baden-Württemberg. Von den mehr als 200 Funktionären kommen viele aus Betrieben, in denen auch in Zeiten schwacher Konjunktur gute Erträge eingefahren werden. Die 6,5%-Forderung tragen sie zwar mit, finden sie aber eher niedrig angesetzt. Die Rechnung 2,5% Inflationsausgleich plus 2% für den Produktivitätszuwachs. Und dazu kommt: Die Leute haben Sonderschichten gefahren bis unter die Halskrause. Sie haben samstags gearbeitet, sie haben Überstunden gemacht, en masse. Sie fühlen sich angesichts dieser Arbeitsbelastung und der Gewinnsituation ihrer Unternehmen über den Tisch gezogen. Während die Gewerkschaft erwartet, dass es nach der aktuellen Konjunkturkrise etwa ab Jahresmitte wieder aufwärts geht, rechnen die Arbeitgeber mit einem längeren Einbruch. Die Metall- und Elektroindustrie, ebenso wie die gesamte deutsche Wirtschaft, erlebt zurzeit die seit Jahren schwierigste Situation. Die Unternehmen gehen bis an den Rand des finanziell Möglichen, um Beschäftigung zu halten. Keiner weiß, wann die Situation sich wie verändert wird. In einer solchen Situation die höchste Forderung seit Jahren zu stellen, geht an der Wirklichkeit total vorbei. In Baden-Württemberg beginnen die Metalltarifverhandlungen am 21. Februar und in Niedersachsen bereits eine Woche früher. Auch die IG Bau hat heute ihre Tarifforderung vorgelegt. Sie will 4,5% mehr Geld für die rund 950.000 Beschäftigten der krisengeschüttelten Branche durchsetzen. Außerdem fordert sie die Einführung einer sogenannten Baucard, um die Schwarzarbeit zu verringern. CDU und CSU haben sich heute auf eine gemeinsame Wahlkampfstrategie verständigt. Kanzlerkandidat Stoiber und CDU-Chefin Merkel verabredeten, ein politisches Hauptquartier in der Berliner CDU-Zentrale einzurichten. Darin eingebunden soll ein Stoiber-Team das persönliche Profil des Kandidaten herausarbeiten. Mit dem Gremium wollen die Schwesterparteien die Wahlkämpfe verzahnen und Doppelarbeit vermeiden. Über 2 Stunden haben sie miteinander geredet, über ein einziges Thema. Wie können CDU und CSU den Wahlkampf so organisieren, dass keine der beiden Schwesterparteien dabei zu kurz kommt? Über die Örtlichkeit sind sie sich schnell einig. Wahlkampfzentrale wird das Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Hier soll auch das Stoiber-Team installiert werden, zuständig für den persönlichen Wahlkampf des Kandidaten. Vorsichtshalber wird die Bedeutung des Stoiber-Teams gleich eingeschränkt. Das ist also keine politische Institution, sondern die politische Institution ist das politische Headquarter. Und das andere ist eine zusätzliche Arbeitseinheit von, weiß ich nicht, 6 bis 8 Leuten. Die politische, ich sage das nochmal, die strategische, die politische Entscheidungen, die fallen natürlich in diesem politischen Headquarter, wie ich es gerade genannt habe. Zudem, um es nochmal deutlich zu sagen, bei Notwendigkeit und bei Bedarf die Ministerpräsidenten der Union dazu geladen werden. Außer den 2 Parteivorsitzenden gehört alles, was Rang und Namen hat in der Union, zu dieser Führungsmannschaft. Auch der Leiter des Stoiber-Teams, der aber erst nächste Woche benannt werden soll. Dabei hat Franz Josef Jung heute bestätigt, dass er im Gespräch ist. Ein enger Weggefährte von Roland Koch, aber nicht unbelastet. Im Zug der Schwarzgeldaffäre in Hessen musste er als Chef der Staatskanzlei zurücktreten. Die Personalie Jung ist ein Zeichen dafür, dass CDU und CSU Geschlossenheit noch ein bisschen üben müssen. Es gibt nämlich bis weit in die Union hinein Zweifel daran, ob Stoibers Kandidat wirklich der richtige Mann ist.
Der Bundesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen hat heute den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm vorgestellt. Er basiert, nach den Worten der Parteiführung, auf den Grundwerten Ökologie, Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und Demokratie. In der Sozialpolitik fordern die Grünen, die Beiträge für die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung als eine Art Bürgerversicherung auf alle Einkommen zu erheben. Im März soll der Bundesparteitag über den Entwurf abstimmen. Im indischen Teil Kaschmirs detonierte heute eine Bombe. Der Sprengsatz ging auf einem Marktplatz in Jammu hoch. Nach bisherigen Berichten kam dabei mindestens ein Mensch ums Leben. Mehrere Personen wurden verletzt. Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Die indische Polizei vermutet pakistanische Extremisten hinter dem Anschlag. Die Detonation ereignete sich kurz nach dem Eintreffen von US-Außenminister Paul in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Paul kam aus Afghanistan. Dort hatte er der neuen Übergangsregierung in Kabul langfristige Unterstützung der USA zugesichert. Sein Land werde einen bedeutenden Beitrag zum Wiederaufbau des kriegszerstörten Afghanistan leisten, sagte der amerikanische Außenminister. Als erstes hochrangiges Regierungsmitglied der USA ist Außenminister Colin Powell zu Gesprächen mit der afghanischen Übergangsregierung zusammengekommen. Es war der erste Besuch eines US-Chefdiplomaten in Afghanistan seit mehr als 25 Jahren. Zuletzt hatte der frühere Außenminister Henry Kissinger das Land besucht. Bei einem Treffen mit dem afghanischen Übergangspräsidenten Hamid Karzai sagte Paul, die USA würden einen bedeutenden Beitrag zum Wiederaufbau des kriegszerstörten Afghanistan leisten. Wir werden euch begleiten in der gegenwärtigen Krise und in der Zukunft. Die USA werden alles tun, um dem afghanischen Volk in dieser Übergangszeit zu helfen. Karzai erwiderte, in Afghanistan würden keine Hilfsgelder versickern. Er sicherte zu, Bestechung und Bestechlichkeit zu unterbinden. Wir können das nicht zulassen. Wir werden die Korruption bekämpfen. Sie können mir glauben, ich werde sehr, sehr hart dagegen vorgehen. Karzai betonte, die Zeit der mächtigen Kriegsherren in Afghanistan sei vorbei. Sein Land werde in Zukunft der internationalen Staatengemeinschaft als stabiles Mitglied angehören. Afghanistan ist pleite und zahlungsunfähig. Deshalb wurde heute auch über Geld geredet. Laut Paul wollen die USA Afghanistan einen bedeutenden finanziellen Betrag bereitstellen. Wie hoch der ist, werde nächste Woche in Tokio bekannt geben. Verbraucherschutzministerin Künast zog heute erste Konsequenzen aus dem jüngsten Futtermittelskandal. Zwei Mitarbeiter sind in andere Positionen versetzt worden. Zudem forderte sie ein EU-weites Schnellwarnsystem für Futter und Lebensmittel. Mit Antibiotika verseuchte Schrimps waren illegal Tiermehl beigemischt und als Tierfutter verkauft worden. Warnhinweise waren knapp zwei Wochen lang in Künasts Ministerium liegen geblieben. Renate Künast ist wütend. Ihr eigenes Schnellwarnsystem hat versagt. Die Warnung vor Schrimps, verseucht mit dem Antibiotikum Chloramphenicol und nun zu Tierfutter verarbeitet, blieb fast 14 Tage unbeachtet in ihrem Ministerium liegen. Man könnte anhand dieses Vorgangs glauben, dass weder E-Mail noch Telefon noch Fax erfunden waren. Zwei Unterabteilungsleiter kostete es den Posten. Disziplinarverfahren werden eingeleitet. Aber es ist nochmal alles gut gegangen. Denn bei Proben der betroffenen deutschen Futtermittelhersteller konnte Chloramphenicol nicht nachgewiesen werden. Das kann zwei Gründe haben. Einmal, dass so wenig drin ist, dass durch die große Vermischung dieses Antibiotikum jetzt sozusagen unterhalb der Nachweisgrenze liegt. Es kann aber auch sein, dass diese einzelnen Futtermittelpartien tatsächlich keine von diesen Garnelen enthalten und deshalb im wahrsten Sinne des Wortes okay sind. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Deutsche Behörden stellten bei Schrimps aus China, Vietnam und Indonesien verstärkte Konzentration von Chloramphenicol fest. In höheren Dosen eine Gefahr für das Immunsystem des Menschen. Ich sehe aber an dieser Stelle auch anhand der Anrufe und persönlichen Äußerungen, die wir schon kriegen, dass viele Leute sagen, dem können wir jetzt nicht trauen. Das kann ich auch verstehen. Fazit, es reicht nicht, nur hier in Deutschland Lebensmittel nach dem Prinzip Klasse statt Masse zu produzieren.
Die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes Jutta Limbach wird an die Spitze des Goethe-Instituts wechseln. Das Präsidium wählte die 67-Jährige heute in München zur Nachfolgerin von Hilmar Hoffmann. Die Entscheidung für Limbach stieß auf breite Zustimmung. Die Sozialdemokratin war nach ihrer Arbeit als Juraprofessorin Justizsenatorin in Berlin und wechselte 1994 an das Bundesverfassungsgericht. Mit Limbach wird zum ersten Mal eine Frau die deutsche Kulturpolitik im Ausland leiten. Die deutschen Biathlon-Damen bleiben in diesem Winter auf Erfolgskurs. Auch das dritte Weltcuprennen in Ruhpolding entschied das Staffelteam heute für sich. Die vier Läuferinnen Uschi Diesel, Katrin Apel, Kathi Wilhelm und Martina Zellner siegten vor den Staffeln aus Russland und Norwegen. Muhammad Ali feiert heute seinen 60. Geburtstag. Die offizielle Feier war bereits am Sonntag. Der dreifache Weltmeister im Schwergewicht wurde durch seinen eleganten Boxstil und sein loses Mundwerk berühmt. Er beherrschte aber auch die Schlagzeilen, als er mit dem Bekenntnis zum Islam auch seinen Namen Cassius Clay ablegte und den Kriegsdienst in Vietnam verweigerte. 1996 entzündete Ali, der seit den 80er Jahren an der Parkinson'schen Krankheit leidet, das olympische Feuer in Atlanta. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 18. Januar. Vom Atlantik ziehen neue Regengebiete über Großbritannien nach Osteuropa. Dem Westen und dem Nordwesten Europas bringen die Wolken verhältnismäßig milde Luft. Sonnig ist es morgen in Spanien, Italien, Österreich und Ungarn. In Griechenland fallen Gewitterschauer. Nach Mitternacht zieht von Nordwesten ein neues Schnee- und Regengebiet auf. Morgen früh regnet bzw. schneit es westlich einer Linie Kiel-Karlsruhe. Im Laufe des Tages verziehen sich die Wolken weiter nach Osten, im Westen nur noch in den Höhenlagen Schnee. Der Wind wird schwach, im Norden mit untermäßiger Wind aus Süd bis West. Heute Nacht kühlt die Luft an den Alpen auf bis zu minus 9 Grad ab, im Norden 1 bis 2 Grad plus. Tagsüber beschränkt sich Frost auf Südsachsen. Im Norden und Westen wird es wieder mild mit 4 bis 6 Grad plus. Es wird noch milder. Dadurch verschlechtern sich die Wintersportbedingungen in den Mittelgebirgen etwas. Am Samstag kommt im Emsland Regen auf, in Rheinland-Pfalz und in Hessen fällt etwas Schnee, am Nachmittag zwischen Brandenburg und Bayern Schnee. Am Sonntag lockert es nach und nach auf.